Hallihallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinen März-Favoriten. Ich bin ein bisschen spät dran, ja, aber ich hatte so viele Reviews vor und habe dann fast vergessen, meine Favoriten euch zu zeigen. Ich fange auch direkt an und zwar habe ich eine ganze Menge. Ich fange an mit meinen Paletten, die ich den Monat März super gerne benutzt habe und die ich euch empfehlen kann. Ich glaube, Flops, weiß ich gar nicht, ob ich welche dabei habe. Ich habe ein separates Flop-Video. Ich versuche euch das mal im i oder unten in der Infobox zu verlinken. Okay, fangen wir mit den kleinsten Scheißerchen an. Cream Square Shadow Palette in der Farbnuance, keine Ahnung, Ice Cream. Cream. Es gibt davon noch eine pastellige. Ich wollte sie mir erst zulegen, da habe ich gedacht, nee, Ina, komm. Du hast so tolle Paletten. Nimmst nur die mit. Und so war es auch. Die hat mich wirklich überzeugt. Die ist super pigmentiert für die Drogerie. Sie ist nicht günstig, aber ihre Eyeshadow können was. Auch die matten Töne sind sehr gut pigmentiert. Also für das, dass es eine Drogeriepalette ist, man sie schnell erschwingen kann. Ja, man kann sie einfach schnell mitnehmen. Ist sie gut pigmentiert? Alle Looks, die ich gezaubert habe damit, haben mir gefallen. Es war nicht so, dass ich gedacht habe, nee, kein Bock auf die, oh, muss ich sie nehmen, weil sie im Schminkkorb ist. Nee, ich habe sie super gerne benutzt und kann sie euch ins Herz nehmen. So, dann, ja, die Essence-Palette, die man nur online erwerben kann, die ist super klasse. Für Essence hätte ich nicht gedacht, nie im Leben. Ich habe einen sehr coolen Look hier mit diesen kupferfarbenen Bronze geschminkt. Der kommt auch noch online. Super geile Pigmentierung hier, die zwei. Für 6 Euro sind 16 Lidschatten drin. Was will man mehr? Man kann wirklich ein bisschen in die Kacke hauen, man kann aber auch dezent bleiben. Also wer anfangen möchte, sich zu schminken, kann diese Palette sich zulegen. Hier sind super schöne neutrale Lidschatten drin, kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Es heißt nicht nur, weil ich sie empfehle, dass ihr sie natürlich kaufen sollt oder irgendwas, wenn ihr kein Interesse an so eine Paletten habt oder sowas, dann einfach lassen. Also nicht euch hier irgendwas, ich bin hier nicht bei QVC und hier kriegt ihr 3 Sachen für 5. Nee. Ich empfehle nur meine Sachen, die ich gerne benutzt habe, wo ich wirklich einen Effekt gehabt habe, wo ich mich einfach gerne mitgeschminkt habe. Ja. Catrice Palette, die kann auch was. Also hätte ich für Catrice für 15 Euro nicht gedacht. Die sieht so aus, hat wirklich tolle Farben, tolle Nude-Töne. Man kann aber auch ins Roséfarbene gehen. Das ist ja die Orchid Dust Palette. Bisschen an Huda Beauty angehaucht vom Packaging und auch von den Blumen. Ne? Also sieht ganz, ganz schön aus. Auch die kann was. Ich habe sie jetzt ungefähr einen Monat, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen mehr. Tolle Pigmentierung, aber sie müffelt immer noch so ein bisschen nach, ja, so nach Plastik. Wie ihr seht, die Pigmentierung ist da wirklich klasse. Und auch das Schwarz kann ich euch mal swatchen. Sie ist zum Empfehlen. Man muss aber wissen, dass die immer noch so ein bisschen, anscheinend ist es der Kleber. Ich habe immer das Gefühl, die Pigmente, nicht mal mein Sekundenkleber, den ich neulich benutzt habe, um ein Fännchen zu kleben, hat so gerochen. Ich finde, sie kann ganz, ganz tolle Looks. Ihr könnt euch sie gerne anschauen. Probiert sie mal aus. Sie ist wirklich toll, wenn es die noch gibt. Wenn es die noch gibt, ja, ich habe sie, glaube ich, bei Flaconi bestellt gehabt. Ja, ich glaube, Flaconi war es. Also, die Swatches sprechen für sich, für eine Drogeriepalette wirklich tolle Alltagslooks. Ja. Ola Rio. Ola Rio hat mich sehr überrascht. Für Essence, also, es ist so, ja, ich bin erstaunt, dass die Drogerie sowas Gutes hinkriegt. Ich kriege ja auch eine tolle Pigmentierung im High-End-Bereich. Ohne Frage. Aber ich finde für 7 Euro, 6,95 kostet die, glaube ich, wirklich toll. Mir hat besonders dieser lila, ja, lila Auberginenton sehr gut gefallen. Mit dem Gold hier, das waren meine liebsten Töne hier aus dieser Palette. Diese drei, die habe ich wirklich geliebt und gemocht und, ach, ich fand das schön. Ich fand es einfach nur schön. Mit dem hier ein bisschen ausgeblendet. Das ist so ein dunkelbraunrot. Wirklich eine tolle, tolle Palette. Für mich die beste Farbe, Palettenzusammenstellung, die es von Essence zurzeit gibt. Die mag ich wirklich, wirklich sehr. Und das Packaging ist cool. Es hat einen Spiegel. Es ist einfach cool. Also ich feiere es.
Die Pigmentierung ist Bombe, noch ein Ticken besser sogar als die von Catrice. Ja, auch Bombe pigmentiert, was ich wirklich ein, ja, tut mir leid, dass ich gesagt habe, es war nur 1,1 Gramm drin insgesamt, war es nicht pro Pen, habe aber falsch gelesen, das hatte ich mich ja schon entschuldigt gehabt und es tut mir wirklich leid, für mich war das so eindeutig. tolle Farben, wirklich, ich liebe diese zwei Töne aus dieser Palette, die sind so, so metallisch und so, so geil, schaut mal. Mit einem nassen Untergrund, entschuldigt bitte diese Pigmentierung, die ist einfach klasse. Ich habe mich sehr wohl mit dieser Palette gefühlt, ich konnte neutrale Looks schminken, ja. Ich konnte auch was Knalliges nehmen. Wirklich Hammer, Hammer, schön pigmentiert, kann man einfach alltagstauglich benutzen. Schnell eingepackte Palette, tolle Brauntöne, wirklich auch das Schwarz ist sehr gut pigmentiert. Schwarz ist immer so ein bisschen schwierig, aber das ist wirklich sehr, sehr gut pigmentiert und ließ sich auch gut verblenden. Es sah wirklich schön smoky aus. Richtig, richtig gefeiert habe ich diese Paletten. Also dieser Monat war extrem mit Palettentesten, weil ich ja auch so viele neue habe. Und ich hoffe, ich habe auch nichts vergessen. Ich habe alle meine Schminkkörbchen durchgeguckt und geguckt, was habe ich benutzt und was fand ich toll. Und ja, also das war so meine Review dazu. Dann habe ich Anfang des Monats diese Palette drinne gehabt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das letzten Monat schon favorisiert habe. Ich wollte sie nochmal zeigen. Ich fand das cool, dass man hier einfach eine komplette schimmernde Palette mit verschiedenen Untergründen hat. Also verschiedene Duochrom-Geschichten, Megapigmentation. Hier ist einfach, ja, es ist einfach Pigmentation-Programm. Das ist übrigens die Golden Start of Mind. Ich bin der Meinung, nicht alle fanden sie gut. Ich finde sie Bombe. Ich finde die... Hallo. Hallo, wer findet die Pigmentation nicht gut? Ich meine, man muss eine extra Palette dazu nehmen oder man macht einen One-Shadow-Look. Ich habe immer irgendeine Palette, die ich benutze oder tue meinen Bronzer in die Crease und zack, zack, wenn es schnell gehen muss. Aber diese, ja, diese Pigmente, die sich aufeinander legen und so einen Effekt geben. Der hier ist zum Beispiel so rosa, duochrom. Der hier hat noch so einen Orange-Touch mit drin. So orange-grünlich. Das sieht einfach klasse aus. Also guckt euch Colourpop wirklich an. Ihr werdet begeistert sein und ihr werdet genauso verrückt nach Colourpop wie ich. Vielleicht auch nicht, aber ich denke doch. Wenn ihr Pigmente liebt und also Pigment wie ich dieses Wort eigentlich hasse und liebe zugleich, dann werdet ihr begeistert sein. Auch ein absoluter Favorit ist einmal die Sunny. Sunny, mein Schatz, vielen, vielen Dank. Du bist echt ein Sonnenschein. Diese Palette hat mich sehr inspiriert, so einen romantischen Look zu schminken. Gerade mit diesen lila Tönen, ja, rosa, lila, diese matten braunen Töne. Es ist auch eine Colourpop, das ist die Disney Edition. Ich liebe sie, ich werde sie mein Leben lang haben. Ich werde sie nicht hergeben. Nein, ich liebe sie, ich liebe sie, ich liebe sie, ich danke dir. Und wenn ich diese außergewöhnlichen Looks für Instagram schminke, wenn ich nicht gerade irgendeine Palette reviewe, dann benutze ich immer diese zwei, da ist eine Farbpalette drin, ja, man könnte eigentlich schon fast sagen, das ist die 120er Eyeshadow Palette, die es früher gab. Da sind die zwei Schätze, einmal in matt und einmal in schimmernd. Ich kann sie beide empfehlen, das sind beide von BH Cosmetic, die Paletten. Einmal die Rio Edition und einmal die Brasil, also Brasil Rio Edition und Brasil Normal Edition. Absolute Favoriten, wenn ich irgendeinen außergewöhnlichen Look, irgendeine Farbfamilie haben möchte, bin ich damit super bedient. Also eigentlich für bunte Looks reichen euch diese zwei Paletten und ihr seid vollkommen ausgestattet. Also wenn ihr wirklich hochpigmentierte Lidschatten wollt mit viel Farbe, keine pastelligen Looks, dann sind diese wirklich Programm. Ja, willkommen bei QVC, gell? So fühlt ihr euch vielleicht. Ja, so fühle ich mich manchmal bei mir selber auch. Ihr seht ja. So, dann haben wir noch eine kleine Kiste voll. Es war wirklich viel, viel Testen, viele Favoriten, viele, wo ich denke, ja, hätte ich jetzt nicht unbedingt kaufen müssen, aber auch viele dabei, die natürlich für mich ein Wörtchen wert sind und deswegen will ich euch die mal zeigen.
Zum einen habe ich jetzt neu entdeckt, seit einer Woche, diesen Catrice. Der ist richtig cool. Also wenn ihr zum Beispiel einen Pinsel habt, der viel Farbe hat. Ich habe ja hier genug so. Der ist pigmentiert. Ja, da ist Pigment drauf. Dann geht ihr da einfach rührend rein. Ich würde euch das nicht für Echthaarpinsel empfehlen, sondern nur für die Synthetik an die Augen und auch keine Gesichtspinsel, außer so Bronzer, keine Foundation natürlich reintunken. Und dann swirlt ihr da, also dann geht ihr da rein und tut ein bisschen, ja, abstreifen sozusagen. Und dann ist kein Pigment mehr auf dem Pinsel. Es sieht zwar so aus, als wäre noch Farbe dran, ist aber nicht. Also er ist dann so weit fertig, dass man ihn weiterhin benutzen kann. Hier hatte ich nämlich das Problem, dass diese Pinselhaare abgebrochen sind, weil sie da eben hängen bleiben. Ja, ich kann euch das gleich demonstrieren. Da. Seht ihr das? Das bricht dann ab. Das ist nichts für die Echthaarpinsel. Das würde ich euch nicht empfehlen. Aber für die synthetischen Pinsel ist ein absoluter Favorit. Ich weiß es nicht, ob es das auch im Müller gibt. Das habe ich jetzt zum Beispiel aus dem. Wo habe ich das gekauft? Parfüm Dreams. Da gab es das für 3,95 und ich finde absolut tolle Sache. Wirklich für den schnellen Gebrauch, weil nicht jeden Tag möchte ich meine Augenpinsel waschen, wenn ich 25 Stück für einen Look brauche. Ihr versteht mich, oder? Das ist auf jeden Fall ein Auge mal wert, es anzugucken. Dann möchte ich noch kurz diese zwei Pigmente erwähnen. Die finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ihr seht schon diese Duochrom-Geschichte hier. Ich stehe einfach drauf, wenn nicht jeder dasselbe Augen-Make-up hat wie ich. Wenn ich nur Nude-Töne benutze, dann hat es jeder. Und ich möchte schon ein bisschen ja, ausprobieren, austesten. Ich werde öfters mal angesprochen auf meine Looks. Oh, schön siehst du aus. Ja, und es gefällt mir einfach. Es gefällt mir, ein bisschen Farbe zu tragen. Es gefällt mir diese, ein bisschen, ja, mir die Zeit zu nehmen für mich selber und für meine Augen. Und deswegen sind so Geschichten, wo so holographische, wo nicht jeder einfach hat, einfach toll. Toll, toll, toll. Vielen Dank dafür. Dann habe ich so Pudergeschichten und Face-Produkte. Ich sammle mal kurz zusammen. So, ihr Lieben, ich bin wieder vorhanden. Zum einen, klar, mein Terra Naturi Blush. Ich liebe ihn nach wie vor. Ich habe Gott sei Dank noch ein Backup. Ich brauche jetzt nicht in Müller Drogerie zu rennen. In der Farbe Apricot. Ich fand ihn so, so schön. Apricot, Royal Apricot. Fand ich so, so schön, dass ich ihn aus Versehen doppelt gekauft habe. Er ist wirklich richtig schön samtig. Er ist matt. Aber hat so ein cremiges Finden. Fragt mich nicht. Er fühlt sich einfach nicht trocken an auf der Haut. Man kann ihn auch direkt aufs Gesicht auftragen, ohne dass er so, ja, sich so festhakt an der trockenen Haut oder auch an der Foundation. Man kann ihn super ausblenden. Ich kann ihn euch einfach ans Herz legen. Ja, er begleitet mich schon sehr lange. Riecht nach nichts zurzeit. Vielleicht ist es auch verflogen. Ja. Dann auch etwas, was ich noch nicht so lange habe. Ich glaube, seit 2 Wochen bin ich das am Benutzen oder seit einer Woche. Steinigt mich nicht. Ich finde es aber toll, denn ich muss sagen, diese Konsistenz von Love überrascht mich. Ich finde es viel, viel schöner aufgetragen mit einem synthetischen Pinsel. Ich habe das genutzt mit, die sind super pigmentiert. Ich habe das genutzt eigentlich immer mit einem Echthaarpinsel. Weil ja, es mir einfach irgendwie besser zugesagt hat. Ich muss aber sagen, das macht so eine seidige Konsistenz auf dem Gesicht. Ist nicht too much. Das ist ja von Love ein Bronzing-Puder oder Bräunungspuder mit dieser Tante da. Nora, Novak, keine Ahnung, wie die Tante heißt. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, mal im Kleiderkreisel zu schauen. Ich denke, dass das so eine Art LE war, wenn, ja, dass es nicht immer gibt. Dann noch etwas, was mich sehr überrascht hat, auch von der Konsistenz her, war dieses Glazed Rose. Das gab es ja in der Zeitschrift. Ja, das habe ich aus Versehen jetzt auch doppelt gekauft, aber ist okay. Kommt in eine Verlosung rein. Das sieht so aus. Und ich muss sagen, ich dachte erst so, oh, rosa, nee, ich mag nicht so gerne rosa. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich für ein Problem mit rosa habe. Auf meinen, ja, auch als Highlighter. Ich finde aber dieses eisige und. Das ist von der Konsistenz her irgendwie buttrig. Fragt mich nicht, wie das möglich sein kann. Ich muss aber gestehen, dass es wirklich so einen Wet-Look hat. Das sieht einfach klasse aus, gefällt mir super. Schön ist eben, wie gesagt, in der Nummer 100 Dazzled Glazed
Rose feiere ich. Diese Konsistenz ist so interessant. Gar nicht so putrig wie dieses Love Bräunungspuder, sondern eher so, ja, cremig. Ich weiß es nicht, ob das eine Creme ist, aber es hat Wumms. Es hat definitiv Wumms. Und das Bräunungspuder mag ich auch über matte Bronzer drüber. Dann etwas, was ich auch liebend gelernt habe im März, ist dieses Riesenteil von Kiko. Zum einen riecht das so richtig gut, zum anderen ist es so groß wie mein Schädel und zum anderen, also so viele andere und jenes und pipapo, dieses Bräunungspuder ist so samtig, das schmiegt sich so schön der Haut an. Es hat so ein bisschen, ich würde schon fast sagen, so ein Spiel in der Haut, also ich weiß es nicht, es ist nicht matt, hat aber eine matte, also eine Puderkonsistenz, sieht schön auf der Haut aus, man sieht richtig aus, als wenn man gerade aus dem Urlaub gekommen, man fühlt sich irgendwie so wohl, man ist gerade, ja, einfach happy und das strahlt es voll aus und ich liebe dieses Teil und ich bin so froh, noch 10 Jahre und ich freue mich, dass ich das habe. Vielen Dank, liebe Sarah, dass du es mir zugeschickt hast, ich feiere es wirklich. Ja, ich feiere es. Dann habe ich das Fit Me Puder tatsächlich lieben gelernt. Ich finde es super schön. Es hat eine leichte Textur, mattiert, macht zwar nicht poreless, also es hat trotzdem noch Poren sichtbar, aber es macht doch matt. Aber es macht nicht so matt. Also ich möchte einfach nur nicht noch älter aussehen, als ich eigentlich bin. Deswegen feiere ich dieses Produkt. Ich finde es richtig cool. Ich habe ja noch ein paar da gehabt, waren aber in der Schublade verschwunden. Sunny hatte es mir zugeschickt gehabt, um damit ich es teste, weil sie damit nichts anfangen konnte. Und ich finde es echt gut. Irgendwas stürzt mir hier ein. Ich sehe das schon kommen. Dann etwas, was mich in die Kindheit zurückgeführt hat. Ich fand das nicht als Bronzer toll. Ich fand das einfach als Blush toll. Also so richtig schön auf die Wangen aufgetragen. Es war so ein, es hat so einen orange-bräunlichen Touch. Ich mag ja so nudige Geschichten. Es ist aber für mich eigentlich kein Bronzer, weil er unterscheidet sich nicht viel von meiner Hautfarbe. Aber so ein Müh. Und dieses Müh sieht einfach schön aus auf der Haut. Es sieht einfach schön aus. Ich möchte es nicht wegmachen, obwohl ich es wahrscheinlich so selten zugreifen werde. Aber ich habe es wirklich diesen Monat geliebt aufzutragen. Allein dieser Geruch in die 90er und 2000er Jahre, ja, versetzt worden. Zu meiner Geburt habe ich ein Maybelline Bronzer geschenkt. So hörte sich das gerade bei mir an. Dann mit der Niki hatte ich was getauscht gehabt. Da hatte ich diese Palette getauscht gehabt. Und ich muss sagen, diese Töne sind echt cool. Die haben, ich finde diese Töne cool, weil nicht jeder hat diese Highlighter-Farben. Mit einem synthetischen Pinsel wieder besser aufzutragen als mit einem Echthaarpinsel, weil dann stauben sie nur so rum. Beim synthetischen Pinsel legen sie sich so auf die Borsten. Wirklich tolle Highlighter. Gut, dass ich diese Palette vertauscht habe. Wirklich, ich feiere sie, ich mag sie, ich mochte es auf mein Gesicht. Ich hatte nie das Gefühl, das sieht nicht schön aus, sondern wirklich, oh, bist schön frisch, toller Highlighter, schöne bronzige Effekte, gerade auch mit so matten Puderkonsistenzen, ne? Das sieht dann einfach schöner aus, wenn so ein bisschen Spiel drin ist im Gesicht. Also abmattiert auf der Stirn, ne? Im T-Zonenbereich, aber auf den Wangen darf es ruhig glowen. Ja, genau. Und etwas, was ich so ein bisschen dupe-artig finde, sind diese zwei. Das feiere ich ja schon seit längerem, seitdem ich es habe. Ich finde das wirklich toll. Es hat eine ähnliche Farbe sogar. Es ist beides nicht in der T-Zone verwendbar. Ich finde, dann sieht meine Stirn so gummiert aus irgendwie, als wäre da eben Silikon. Und da ist ja Silikon drin, auch in dem Blush bin ich der Meinung, weil in der Foundation gleich an zweiter Stelle, weil es fühlt sich auch nicht, es fühlt sich nicht pudrig an. Es fühlt sich wirklich cremig an. Ich mag das gerne, wenn ich so ein bisschen an die Poren gehe damit. Da finde ich das gut. Dass so die Haut auch dann wie mattiert und gummiert. Ja, ich anders kann ich es euch nicht beschreiben. Ich finde es tatsächlich von der Konsistenz ähnlich. Beides nicht an der Stirn. Es wirkt so speckig, also unterspeckig. Und ich habe das Gefühl, ich bekomme sonst auch Unterlagerungen. Auch wenn ich das in diesem Bereich hier auftrage. Da bin ich ja empfindlicher.
Das ist ja von 183 Tagen das 010 High Mom Puder. Das ist echt nicht schlecht für die T, also für diesen Wangen-Hier-Bereich. Nicht auf Stirn, um Gottes Willen, und auch nicht an der unteren Partie. Genauso wie dieses Too Faced Prime and Poreless Puder. Ja, eher für die, für den Wangenbereich und auch für die, ja, für die Nasenbereich, da wo man halt eben vergrößerte Poren hat, kann ich diese zwei Puders ans Herz legen. Um Gottes Willen nicht an der Stirn, das habe ich heute gemacht. Und das betont aber bei der Stirn jede einzelne Scheißpore. Wirklich. Dann auch etwas, was ich toll finde, ist dieses Glow Illusion Puder von Catrice. Auch das hat eine ganz merkwürdige Konsistenz, nicht pudrig. Und es legt sich so schön, bestimmt auch Silikon drin. Ich guck mal kurz, an welcher Stelle. Die Minikone, genau, ist auch da drinne. Und deswegen lässt es die Haut nicht so, ja, trocken wirken. Das trage ich mir im unteren Bereich auf. Das fand ich echt cool. Mache ich in letzter Zeit nicht, weil ich ja eben verschiedene Puder trage. Aber als ich das benutzt habe, hat es mir sehr gut gefallen. Und ich war jedes Mal zufrieden mit diesem Effekt. Das hat wirklich, natürlich alles auf die Hose, tollen Effekt gehabt. Kann ich euch auf jeden Fall für die untere Augenpartie empfehlen. Wieder nicht in der T-Zone und wieder im Gesichtsbereich, aber eben gesagt unter den Augen. Und das setzt sich auch so peachig an die Hose fest, das kann ich euch auch sagen. Dann habe ich noch ein Puder von Essence. Fand ich auch cool. Das hat wirklich matt gehalten. Ich war sehr, sehr zufrieden. Das hat wirklich sehr, sehr gut mattiert, ohne auszutrocknen. Also es ist zwar kreidiger, sage ich mal, nicht ganz so silikonartig. Ja, auf jeden Fall nicht so kalkleistig, wie das hier so aussieht. Das ließ sich wirklich schön in eins blenden. Ja, also man hatte nicht so ein Puh und man war weiß. Also ich habe es echt gemocht in der Woche, wo ich es auch benutzt habe. Dann als Foundation, was mich so gecatcht hat, ist einmal die Yves Saint Laurent. Ich würde sie wahrscheinlich nicht nachkaufen, aber ich fand mein Hautbild sehr schön. Es hat sich super auf die Haut gelegt. Ich werde mir definitiv noch weitere High-End-Foundations angucken. Ich mochte sie wirklich sehr, sehr gerne. Die Farbe ist ein Müh zu dunkel, aber dennoch sehr, sehr schön. Sie riecht auch fein. Muss jetzt nicht unbedingt sein, sie könnte auch nach gar nichts riechen, aber sie hat so eine deckende Konsistenz und ist gleichzeitig nicht austrocknend. Sie hat sich auf nichts gelegt, man konnte sie gut ineinander blenden und hat wirklich ein tolles Hautbild hinterlassen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen in der Woche. Das mochte ich wirklich sehr. Sie hat die Poren nicht betont, sie hat sich einfach wie eine zweite Haut auf die Haut gelegt. You understand me? Not, not? Dann auch die Foundation kann ich euch empfehlen. Nichts für ganz ölige Haut, muss ich sagen. Ich bin ja so ein Zwischending, denn man sieht hier so die Öle und diese Wasserdinger, die sich da so absetzen. Also sie ist ungefähr, das hätte ich euch vorher zeigen sollen, so ungefähr bis hier geleert. Mochte ich aber sehr gerne, weil sie so eine leichte Konsistenz hat. Ich bin wirklich kein Mädchen, was so dicke, pastöse Foundation mittlerweile mag. Ich hatte echt eine Phase, da habe ich mir die Manhattan Paste da ins Gesicht geschmiert und habe das gefeiert und habe das jeden angepriesen, weil ich es echt mochte. Aber mittlerweile bin ich eher so dieser dünne Foundation-Typ, der so ein bisschen Haut darf auch sichtbar sein, muss nicht todes abmattiert sein oder sonst was, sondern wirklich zum Empfehlen. Wenn ihr die benutzen solltet, dann die T-Zone gut abpudern, weil sie hat doch irgendwie so Öle drin oder irgendwas. Aber trotzdem so, ja, ähnlich wie die. Die machen nicht, dass das Gesicht so speckig aussieht, aber es hat immer noch Leben im Gesicht. Auch wenn ihr es, wenn ihr jetzt, wenn ihr sie irgendwie abmattiert. Irgendwie gefällt mir das bei den zwei besonders gut. Keine Ahnung. Ja, auch hier toller Favorit, dieses Glow 3D Highlighter. Das ist so eine Kupferfarbe. Ich liebe so Bronzer. Ich liebe Kupferfarben. Es sieht so, so schön aus. Oh mein Gott, freue ich mich auf den Sommer, wenn ich das drauf haben darf. Also ich darf es jetzt auch, aber es fällt schon auf, sag ich mal, weil ich ja noch eine Galgleiste bin. Ist übrigens die 030 von
von Catrice wirklich zum Empfehlen. Es sieht so, so schön aus. Und das ist wirklich so ein 3D-leuchtender Highlighter. Man kann das so, so schön auch auf die Augen tupfen. Und dann habt ihr so ein schönes Augen-Make-up, so bronzig. Eine schöne Sommerlippe drauf in Orange. Ach, ich freue mich einfach auf den Sommer. Heute hat es geschneit. Sommer ist weit entfernt. Aber gut. Dann genauso wie ich das hier gefeiert habe von Catrice, diese Wow Drops. Ich finde, das Packaging muss nicht unbedingt so sein. Aber auch die, weniger ist da ein bisschen mehr. Das sind die Wow Drops in der Daily Sunkist. Guckt mal. Auch dasselbe, ja, nur in flüssiger Form. Ich habe das eingetupft. Ich sah so schön, wie als wäre ich aus dem Sommer gekommen. Und ihr habt gesehen, ich brauche sehr, sehr wenig mit einem Beauty Blender super einzuarbeiten. Und wenn man das im Sommer sich dann auf die Schulterblättern gibt, oh, ich feiere das jetzt schon, obwohl kein Sommer ist. Dann ein Primer, noch ein Primer und noch ein Primer Spray. Zum Primer Spray, ich finde den Duft geil. Also das riecht wirklich so nach, ich weiß es nicht, nach blumig und das riecht einfach so lecker. Ich mag diesen Duft sehr, sehr gerne. Es macht zwar nichts mit der Haut, aber es gibt einem so ein frisches, so ein schönes Erlebnis. Man gönnt sich was und das macht einfach ein schöneres Gefühl, einfach morgens sich zu richten. Deswegen würde ich das benutzen. Ich weiß es nicht, ob ich es mir nachkaufen würde. Ich finde es zwar gut, eben diesen Duft. Ich habe ganz viele Sprays, deswegen wüsste ich nicht, ob ich es nochmal nachkaufe. Aber wenn ich eins von beiden nachkaufe, dann eher das in der orangenen Verpackung. Das hat nämlich den Geruch Grapefruit, Kiwi und Vitamin C. Das sind 75 Milliliter drin und kostet 5 Euro. Das ist echt nicht schlecht. Und dann diese zwei Primer. Einmal diesen Glow Primer. Es hat so eine Coconut Shake Base. Alleine das Packaging ist sehr feierlich. Ich finde es sehr, sehr cool gemacht. Schimmerpigmente sind enthalten. Ich suche sie immer noch vergeblich. Also ich sehe nicht unbedingt, dass da Schimmer drin ist. Aber es macht ein, wie ein, ah doch, jetzt sehe ich sie ganz leicht. Keine groben Glitzerpartikel, wirklich ein Hauch von Schimmer. Man könnte sie sich eigentlich theoretisch auftragen wie eine Tagespflege. Ich finde sie genauso reichhaltig. Ich würde keine Foundation nehmen, die noch mehr Öle hat. Also ich würde eher da zu einer etwas matteren Foundation greifen, wo ich nicht ganz so viel abpudern muss. Sonst hat man so eine, sie macht kein so... Das erste Gefühl ist sehr speckig, aber sie macht keinen Speckglanz. Sie ist so ein bisschen peppig, dann hält die Foundation auch ein bisschen länger. Also ich mochte den Geruch, weil er ganz dezent ist und ich mochte auch das Hautbild. Also wenn ich die Foundation da drauf gemacht habe, hat mir das Hautbild sehr gut gefallen. Ja, und ich hatte eine Retinol Nachtpflege von Lacombe oder Lacesta, ich habe keine Ahnung. Werde ich euch im Aufgebraucht-Video noch zeigen. Ich habe dann immer gerne diesen benutzt oder als tagsüber Lacesta Sonnenschutz in 30 habe ich wirklich sehr, sehr gerne gemocht. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, ich habe Lichtschutzfaktor drauf. Es hat mir sehr gut gefallen. Diese 15 Milliliter heben ewig, ewig. Ich mag das. Ich gucke mir das noch an, ob es das noch... in einer höheren Dosis gibt für den Sommer. Sonst würde ich mir das tatsächlich nachkaufen. Ich finde es echt nicht schlecht. Also wirklich, wenn es nicht zu teuer, wenn es unter 30 Euro kostet, könnte ich mir das sogar noch vorstellen. Am liebsten würde ich so 15 Euro, wäre so eine Schmerzgrenze. Ich muss gucken. Ich muss gucken, was es kostet. Ich würde es mir tatsächlich zulegen. Habe ich echt gut gefeiert. Also da ist auch nicht mehr viel drin. Da ist nur noch hier dieser untere Bereich bis zu 30 drin, sehe ich. Wenn ich so an die Softbox gucke. Ich werde es auf jeden Fall aufschneiden. Und Your Better Work Proof Primer fand ich auch gut, wenn ich eben diesen Lichtschutzfaktor nicht benutzt habe. Hat mir der sehr, sehr gut gefallen. Habe ich wirklich geliebt oder liebe ich immer noch. Habe ich immer noch drei Backups. Überhaupt nicht speckig. Überhaupt nicht speckig, hat aber so einen blauen Unterton. Also eigentlich schafft man so eine ebenmäßige Grundlage, damit man mit Foundation arbeitet. Ich mag den und kann euch den empfehlen. Ich trage ihn im ganzen Gesicht auf. Er wird auch nicht zu fettig, also er fettet auch nicht so arg nach. Obwohl da Lichtschutzfaktor 20 drin ist, ja, ist er nicht schlecht. Also, ja. Dann ein Fixierungsspray, das muss ich euch unbedingt zeigen. Ich habe gesagt, ich würde es mir nicht nachkaufen. Das stimmt nicht.
Das stimmt nicht. Ich habe ihn großzügig als aufgetragen überall im Gesicht. Ich mache das mittlerweile nur noch hier und da. Das ist nur an den Wangenbereich gesettet ist. Meine Stirn lasse ich mit dem komplett aus. Da ist jetzt aber was anderes drin. Da ist jetzt ein Body Spray einfach drin. Ich finde einfach den Sprühnebel so feierlich. Also wenn ihr euch das mal zulegt, behaltet definitiv die Flasche. Schmeckt aber scheiße. Den Glow Setter werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Also in der größeren Variante dann nicht in 15 ml. Ich habe keine Ahnung, was das sonst kostet. Da sind 30, 28 ml drin gewesen. Ja, ich würde es auch mit 100 ml kaufen, 200 ml. Ich fand den echt nicht schlecht. Er hat zwar die Foundation nicht länger haltbar gemacht, aber er hat sie irgendwie schöner aussehen lassen mit diesen ganzen Puderprodukten. Es ist irgendwie verschmolzen. Irgendwas hat es gemacht. Ich kann euch aber nicht beschreiben, was genau. Dann habe ich drei Mascaras. Oh, ich habe noch ein Gesichtsprodukt. Ein Gesichtsprodukt kommt jetzt noch dazwischen. Insta Perfect. Ja, von Essence. Richtig geile Highlighter-Tropfen. Ich muss sagen, der erinnert mich sehr an Luminizer von The Balm. Nur als erwachsener Form. Denn man kann ihn so schön in die Foundation einarbeiten. Oder auch ja, im Wangenbereich. Das sieht überhaupt nicht. Er betont überhaupt gar nichts. Also es ist wie als würde man sich so von innen strahlen. So sieht er aus. Und den kann ich euch wirklich in der 010 Gold Addiction empfehlen. Dann für die Augenbrauen habe ich super gerne den 11. Den ganzen März, glaube ich, benutzt, wenn nicht schon das ganze Jahr über. Da ist wirklich nur noch ein Viertel in der Farbe drin, noch eine Woche. Ich feiere den, der hält wirklich sehr, sehr lange. Da ist nicht viel Produkt drin. Da sind 0,18 Gramm drin. Da sieht man es noch minimal vielleicht hier. Ne, fokussiert nicht. Aber da ist minimal drin. Und trotzdem kommt man sehr, sehr lange damit aus. Er bricht erst nicht einmal in dem ganzen Jahr, sage ich mal, bis März jetzt abgebrochen oder sonst was. Ich benutze ihn seit Wochen, Monaten. Er ist wirklich von der Farbe schön. Ich habe den heute auch drauf. Er ist wachsig, aber er ist aschig, aber nicht zu grün. Und er sieht einfach cool aus. Also er gefällt mir. Ich würde ihn tatsächlich nachkaufen, wenn ich noch zwei Augenbrauenstifte aufbrauche. Und den anderen, den ich diesen Monat gefeiert habe, der auch in meinem Projekt ist, ist von der Farbe wirklich ähnlich. Also ihr seht schon, ist die Farbnummer 040 Don't Leave Me Brown, Don't Let Me Brown von Catrice, der Eyebrow Stylist. In der Farbe 040 feiere ich, mag ich nach wie vor schon seit Jahren, ich glaube schon seit 5 Jahren mindestens. Da hatte ich früher immer Don't Wish Ashtone oder sowas. Das war ja der 020 und jetzt habe ich dann die 040 genommen, weil ich ja dunklere Haare hatte und jetzt passt es aber auch ganz gut. Diese drei Mascaras kann ich euch ans Herz legen, vor allen Dingen die hier, die hat ein ganz, ganz tolles Bürstchen. Die hier, ich hätte nicht gedacht, dass sie so schön meine Wimpern macht. Ich hatte das in einem Video euch auch gezeigt. Die ist Gummi. Ich mag eigentlich keine Gummi. Meine Lieblingsmascara, also das ist jetzt die Glam & Doll in Boost Lash & Groove Mascara. Und meine allerliebste All-Time-Favorite, die ich schon seit Jahren nachkaufe, ist Lash Princess in der grünen Variante, weil ich einfach dieses Bürstchen liebe. Ich liebe dieses verklebte Gefühl, also dieses verklebte und doch getrennte. Man sieht jede einzelne Wimper nicht. Das mag ich nämlich nicht. Möchte schon, dass man so ein, dass man auch von Weitem sieht, dass ich Wimperdusche drauf habe und nicht erst, wenn man einen Zentimeter vor meinem Gesicht ist. Ich liebe sie, würde ich in jedem Favoritenvideo euch zeigen können, weil ich sie einfach jedes Mal feiere, wenn ich sie drauf habe. Die hier finde ich auch gut. Das ist, das sind meine zwei Liebsten von Catrice, jetzt aus der Glam & Doll Reihe. Dieses Bürstchen habe ich, glaube ich, habe ich die heute benutzt? Ich glaube, ich habe sogar die Catrice heute benutzt. Ja, ich liebe die und das sind zwei Schätze, die ich tatsächlich auch nachkaufen würde. Die habe ich jetzt schon das zweite oder dritte Mal da. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Eine hat mir die Sunny mitgeschickt, eine hatte ich selber gekauft. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon eine nachgekauft habe. Seht ihr, wie lange ich schwätze, mein Akku schon leer? Ich muss auch mal kurz auf die Uhrzeit gucken.
Oh, 40, okay. Ja. Es sind nur noch ein paar Sachen. Lippenprodukte technisch war ich auch am Rumprobieren. Zum einen feiere ich einfach das Packaging hier von diesen 183 Tagen. Ich feiere es, es sieht cool aus. Es hat eine ganz, ganz tolle Farbe. Die kann ich auch mit auftragen, weil es ist ein ähnlicher Ton, riecht lecker, sieht toll aus. Ist überhaupt nicht beppig. Überhaupt nicht. Hallo, fokussiere mich doch mal. Ist überhaupt nicht beppig, ist in der 030 Tutti Frutti, feiere ich. Das ist einfach süß. Es ist einfach süß, wenn man das Eis da rausholt im Sommer und sich die Lippen macht. Es ist einfach goldig. Dann haben wir für die Lippen noch die ganzen Glitter Switches in sämtlichen Farben. Also in den drei Farben habe ich sie. Ich habe das in der Farbe 02, 01 und 03. Die sind richtig, richtig toll. Die haben wirklich tolle Farben. Wenn ihr so auf Glitzer und Gedöns steht auf den Lippen, dass es so ein bisschen einen Effekt gibt, kann ich euch die empfehlen. Schaut euch mal die Knallerfarbe an. Neulich im Video hatte ich auch das dunkle Lila drauf. Sieht einfach geil aus. Es sieht einfach im Video geil aus. Es sieht auch tagsüber einfach geil aus. Ich feiere es. Es sieht einfach cool aus. Es sieht einfach verdammt nochmal cool aus, wenn man sowas drauf hat, weil es nicht so eine alltäglichen Farben ist, wie jeder Zehnte hat. Denn die alltäglichen Farben habe ich auch nicht gerne benutzt. Zum einen den Catrice Plumping Gel Stick in der 040. Übrigens, unabhängig davon hat meine Freundin mir gerade erzählt, dass sie sich auch den geholt hat. Aber nicht in der 040, in einer anderen Farbe, glaube ich. Da 040, schnell aufgetragen, sieht einfach klasse aus, betont überhaupt gar keine Trockenheitsfältchen. Es legt sich auf diese Fältchen, die man dann hat, also diese Trockenheitsstüppchen, ja. Pflegt das noch irgendwie? Genauso pflegend ist auch dieser von Astor. Das sah so, so schön aus in dem Video, wo ich es drauf hatte. Soft Sensation Lip Color Butter in Hug Me. Hug Me. Ähnlich vom Farbton, ist aber noch ein bisschen glossiger und sieht einfach so saftig und prall aus. Oh mein Gott, sieht das saftig und prall aus. Dann habe ich natürlich meinen Alltagston, den ich auch heute eben gerade, bevor ich den anderen drauf gemacht habe, den Lipgloss hatte ich den immer drauf. Das war die Farbe 02 Make Some Noise oder so. Das ist der hier. Ihr seht, ich bin in so einer Rosenholzfamilie groß geworden. Ja, und ich liebe es nach wie vor, genauso wie der auch Rosenholz ist. Das ist Shopping von Manhattan in der Stay Matte Lip Color. Das ist der hier. Hammermäßig sieht er aus. Feier ich, sieht ganz, ganz toll aus und ja, kann man gut gebrauchen, also gut benutzen, gut gebrauchen. Ja, sieht einfach klasse aus. Und dann habe ich, ja, die letzten Produkte für meine Wimperngrenze benutze ich super gerne. Immer noch diesen super precise Eyeliner, der hat die feinste Mine oder die feinste Spitze, die man so je gesehen hat. Man kann dicke, man kann dünne ziehen. Das Pinselchen ist flexibel. Man kommt gut am Wimpernrand. Heute habe ich auch meine Lidstriche damit gezogen. Was ich aber auch für den Anfang, also für den Anfänger gut finde, ist dieses Glam & Doll Super Black Liner Waterproof. Das hat eine ganz interessante Bürste. Man kann das so draufstempeln. Also wenn man keinen Lidstrich gut ziehen kann, kann man das so ein bisschen am Wimpernkranz rumstempeln und man kann den Wing super ziehen, indem man einfach draufstempelt und zieht. Dann hat man den perfekten Wing. Also draufstempeln und runterziehen, das sieht einfach toll aus, funktioniert, ist die 010 Super Black. Und dann von Urban Decay habe ich hier so einen Solstice Creme Lidschatten, den habe ich jetzt die ganze Woche eigentlich immer irgendwie integriert, feiere ich auch. Also es ist so ein Duochrom, so MAC Blue Brown. Sieht einfach genial aus, wenn man da einfach einen Lidstrich zieht oder irgendwas. Bei mir puncht das gerade ein bisschen rum, weil ich den Stopper schon entfernt habe, weil da einfach nicht so viel rauskommt. Sieht einfach toll aus, kann ich euch empfehlen. Habe ich mir schon nachgekauft. Und genauso wie diesen Couture Liquid Liner von Catrice kann ich euch empfehlen, weil er einfach super geil lila ist. So lila schwarz. Das sieht geil aus. In der Sonne leuchtet es so ein bisschen lila und in dunklen Räumen, wo das Licht nicht so grell fällt, ist er einfach dunkel und man sieht das Lila dann nicht. Aber es macht doch irgendwie einen weicheren Wimpernkranzeffekt. Kann man so viel reden ohne Punkt und Komma. Dann habe ich hier Brow Idol Sportproof
Ich finde das Bürstchen cool. Ich finde auch das, was es macht, cool. Also es hält wirklich die Augenbrauen Schicht und Schacht, auch wenn ich mittags ein Pännchen mache. Also wenn ich mich hinlege in der Farbe 010 Medium Brown. Ich finde es aber ein Ticken rotstichig. Ein Ticken grauer, also eher so in die kühlere Richtung. Ich würde den richtig feiern. Aber für die Leute, die es nicht so stört, so ein bisschen warmes Braun in den Augenbrauen zu haben, den kann ich euch empfehlen. Also der hält wirklich lange. Ich kann meine Augenbrauen jetzt hier, habe ich längere Haare, ziehen. Die bleiben trotzdem an Ort und Stelle. Absolute Liebe. So, 30 Minuten Favoriten abgetackert. Ich glaube, ich spinne. Ja, ich wünsche euch ganz, 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 ganz viel Spaß bei dem Video. Oder ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielleicht ist der eine oder andere Favorit auch von euch dabei. Ich verabschiede mich, denn ich muss jetzt los. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ihr Lieben.